Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Shattered World, ja genau. Nee, nicht Shattered World, Feeds Bees Infinity Skyblock im Mixed Mode. Ja, wenn es hier, weil, wenn das hier Shattered World wäre, da wäre ich glücklich, wenn ich mal was weiter, aber naja. So, es ist einige Zeit vergangen. Was sich noch ein bisschen geändert hat, ich habe hier nochmal so eine Solarblume, nenne ich das jetzt mal, aufgebaut. Ich glaube, damit sollten wir jetzt zu genügend haben. Können dann eigentlich jetzt mal schauen, dass wir dann die nächsten Solar Panels, die wir craften, dann wirklich die Quantum sind. Iridium-mäßig sind wir komplett ausgelastet, also. 12.000 von denen. 19.900 von denen. 19.000 wäre super, aber naja. Ich würde sagen, da sind wir mal ganz gut dabei. Was ich heute ganz gerne machen würde. Ich hab Bock auf ein Achievement. Eins. Zwei. Power Forever! Oh, die sind jetzt sunny. Ja, wir haben die Ultimate Solar Trophy. Und die hier können wir mal dazu packen. Und die. Jetzt bin ich mal gespannt, wann war das letzte? Alter, im November noch. Ja, heute ist der 24. Februar, vor 3 Tagen hatte ich Geburtstag, bin ich 22 geworden. Ja, kam auch ein kleines Video dazu. Also wirklich klein, so ein paar Sekunden. So. 2 Sachen, die ich heute machen möchte. Netherrack und Endstone. Wir haben da jetzt schon gut was gesammelt. Und es wird Zeit, dass wir das mal dann auch sieben. Das heißt, wir werden Pulverizer brauchen. 2 Stück. Wir werden 2 Siebe brauchen. Wir werden Hammerer brauchen. Und wenn ich glaube, wir brauchen dann noch die Kompressor. Hier die. Jetzt bin ich am Überlegen, das müssten auch 3 sein. So, crafte er mir das. Ich möchte auf jeden Fall, Leute, schauen, dass wir so gut es geht an Draconium rankommen. Weil, naja, es wird dringend nötig. Wir brauchen es wirklich langsam, da wir schon gut auf dem Weg sind zu. Na? Na, Kumpel? Kann man da unten rein? Ja, wir sind sehr gut auf dem Weg schon zu Draconic Evolution. So. Wie ist das Kabel hier ausgelastet? Gut, da können wir noch was anschließen. Dann machen wir einmal. So und. Nein, nicht so. So, dann stellen wir ein oben Input, hinten Output, genau wie hier. Da können wir eigentlich so schon direkt machen. Das Zeug geht dann in einen Autokompressor. Ich glaube, das werden wir abreißen müssen. Ich glaube, QEDs werden wir auch gar nicht richtig brauchen. Das Zeug kommt dann in den Hammerer. Dann wieder in. Weißt du was? Wir machen das jetzt mal so kompakt wie möglich. Flup, flup, flup. Okay, broken. Crushed. Und den brauchen wir schon gar nicht mehr. Dann brauchen wir Item Conduits und ein bisschen Flux-Duct. So, Flux-Duct haben wir natürlich gar nicht mehr. Dann craften wir noch was. Was fehlt jetzt hier? Wir brauchen Flux Electrum Blend.
Haben wir Elektrum? Wir können was machen. Ich habe auch unten die Siebemaschine. Habe ich zu 90% ausgeschaltet. Weil wir eigentlich nur noch hier die Sachen brauchen. Wie gesagt, wir brauchen nur noch Appetite, vom Rest haben wir echt genug. Und naja, FPS-mäßig hat das schon mal gut was dazu beigetragen. Flupp. Einmal dazu. Bei mir ist. Okay, was heißt bei mir? Generell, momentan hat bei uns schon die fünfte Jahreszeit angefangen, Karneval. Also ich persönlich bin ein riesiger Fan von Karneval. Ich schau mir gerne mal so die Büttenreden an und so weiter. Komm gut an. Weil feiern, es macht mir Spaß. Wie sieht denn das so bei euch aus? Ah, nur Junglas brauche ich. Seid ihr da Ausrufe zu kriegen oder eher so? Bäh? Also ich weiß von so einem Streetdödel, der hat überhaupt kein Interesse an Karneval. Kann ich aber auch verstehen. Ich glaube, wenn man nicht so in der Gegend von Köln wohnt, dann hat man auch nicht so wirklich Interesse daran. Aber wie gesagt, mir macht das persönlich Spaß. Finde ich schön so zu feiern. So einmal im Jahr darf man das ja wohl auch. So, ich habe mich auch gestern mit ein paar Freunden getroffen. Ich habe da zum ersten Mal mit dem haben wir so ein Pen-Paper-Rollenspiel mal gespielt. War recht interessant. Fürs erste Mal zwar ziemlich chaotisch, aber naja. Kann man nichts machen. Wir wissen jetzt auf jeden Fall so ein paar Sachen, die wir besser machen müssen. Aber naja. Ist schon ganz lustig gewesen. So, dann einmal hier. Energie rüber. Das lassen wir da noch einmal hier so laufen. Zack, zack. Jetzt braucht man bloß. Will ich verschwenderisch sein? Ich glaube nicht. Vielleicht. Warte mal. Wenn ich das so mache, wie ich mir das vorstelle, können wir da doch alles noch einen nach vorne setzen. Zack, zack. Fuck. Zack, zack, fuck. So, und dann muss eigentlich nur noch hier ein Energiekabel ran. Hier ist. Der müsste auch haben. Ja, die haben alle. Sehr schön. Dann brauchen wir zwei. Es fängt schon wieder an, ne? Das ist einfach unglaublich. Es ist echt unglaublich, wie ich das nicht geschissen kriege. Zwei Importbusse. Der Rotz kann mal hier komplett rein. Haben wir sogar noch zwei von. Und da nehmen wir auch die Upgrades für mit. Dann brauchen wir Smart Cable. Und dann halt Endstone. Netherrack. Und Item Conduits. Ja, davon brauchen wir dann noch ein paar. Dann brauchen wir noch Resonant Servos. Ups. Jetzt fehlen hier die Warp Item Ducts. So, jetzt aber. Zack. Sehr schön. Ja. Fangen wir dann doch schon mal an. Zack und zack. Hier hauen wir das rein und Netherrack. Hier kommt Endstone und das rein.
Moment mal. Ihr könnt mich schlagen. Das ist unglaublich, wie ich das einfach nicht auf die Reihe kriege. Gott, Exportbus. Gib mir 2. Danke. Ja, ich hab's halt verstanden. Boah. Da muss ich mir echt irgendwann mal was zu machen. Ich weiß, ich hab's aber schon... Moment. Also. Ich hab's mir schon mal versucht so zu merken aus dem Sicht vom ME-System, aber es klappt einfach nicht. Ich krieg dann noch irgendwann hin. Zack und zack. So. Hier kommt das Zeug an. Dann machen wir hier Extract. Extract. Und hier machen wir In und Out. Insert. Der kriegt das Grüne rein. Kleinen Moment. Nehme auf. Circa 10. 15 Minuten. So. Dann hier auf dem Extract machen wir auf den braunen. Raus. Und dann auf den braunen auch rein. Rausgezogen wird dann auf dem blauen Kanal im ohne Signal. Und das kriegst du dann auch auf blau rein. Auf lila ziehst du raus. So. Lila kommt rein. Und Cyan geht raus. Und dann kommt hier Cyan rein. Und hier wird einfach nur rausgezogen. Ja, und dann sollte das schon alles sein, was wir brauchen. Jetzt brauchen wir nur noch Fortune und Speed Upgrades und wir sind glücklich. Speed. 4. Nehmen wir mal. Ja gut. Fortuna. Dass er dann ein bisschen vorangeht. Und wir halt auch mehr rausbekommen. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und zack und zack. Und wir kriegen Kobold und Ardite kriegen wir. Sehr schön. Und wir haben schon das erste Dracaunium im Ohr. Super. Das würde ich sogar dann ehrlich sagen. Machen wir. Ja, machen wir dann einfach per. Können wir per Kabel einfach so dann hier direkt einen Importbus dran machen. So. Zack. Sehr schön, Dokonium orderst. Es ist super. Es ist einfach super. So. Ich habe auch mich in letzter Zeit mal so ein bisschen... bin am Überlegen, was ich nach dem Modpack hier machen soll. Und bei mir stehen momentan so zur Auswahl entweder Sky Factory 3, nicht 2, 3 schon. Oder Project Ozone 2.
Und da bin ich halt noch am Überlegen, aber ich glaube, ich weiß, wann ich es machen werde. Könnt ihr euch das überraschen lassen? Aber, oder soll ich das jetzt schon. Nee, nee, lasst euch überraschen. Eins von beiden wird auf jeden Fall kommen. Und dann halt, wenn Shattered World vorbei ist, entweder wenn Baker Man mich noch dabei haben will, das neue Baker Modpack. Oder halt, in dem Sinne dann geht das weiter mit dem zweiten von beiden Projekten. Also jetzt entweder dann danach Sky Factory 3 und dann nach Shattered World Project Ozone oder andersrum. So. Zirconium bekommen wir rein und das können wir jetzt auch ganz einfach herstellen. Das Gute ist, wenn wir mal schauen, hiermit, wenn wir das so zerbröseln, kriegen wir zwei das draus. Und hiermit Fortune bis zu 13. Also das werden wir dann ganz klar bei Fortune machen. So, und da ich schon bald nicht mehr weiß, was ich anders machen soll, fangen wir an. Wir schnappen uns was Dirt. Wir fangen dann heute mal mit Botania an. Absolute Magie-Mods. Machen wir uns ein Lexika Botania. Das sollte ja wohl das kleinste Thema mal sein. Jetzt brauchen wir nur noch ein Buch. Okay. Ich habe bestimmt noch Leder, oder? Ja. Ich würde sagen, ich habe so viele Tiere geschlachtet. Nennt mich den Tiereschlachter. Du. Lexika Botania. Zack. Haben wir. Haben wir. Ja. Yellow brauchen wir. Dann machen wir nämlich schon direkt ein bisschen Floral Fertilizer. Moment. Oh, ich habe keinen Bohnen mehr. Zack. Sehr schön. Dann machen wir einfach mal wirklich hier gerade das Zeug weg und benutzen das hier, um an Blüten zu kommen. Ich wollte eigentlich jetzt noch hochgezüchtet haben mit, na, wie heißt es? Aggricraft wollte ich die gezüchtet haben, aber ich glaube nicht, dass wir so viel brauchen werden. So, wir züchten uns dann jetzt erstmal so ein paar Blütchen zusammen. Einmal hier, komm. Also ich glaube, da werden wir die kleinsten Probleme mit haben, ranzukommen. Haben wir noch eine Diamond Chest zufällig? Die würde ich dann ganz gerne dafür verwenden. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Chest. Oh, haben wir sogar. Stelle ich dann mal so allglatt hier hin. Gut. Dann brauche ich eine. Hier. Einmal hier. Hier und hier. Das kann weg. Werde ich Erde gebrauchen. Wieso werde ich hier Erde hin haben? Ganz einfach, weil wir jetzt die Pure Daisies machen werden. Aber dafür brauchen wir eine Blütenapotheke. Double Compressed Cobblestone gönnt man sich. Okay. Gelb haben wir einiges. Wobei, wir können eigentlich schon alles zu Blüten machen. Die Blumen an sich werden wir eh nicht gebrochen, selbst wenn wir kriegen die so schnell wieder. Wir haben schon die Blume auf 10-10-10 fertig für Farbe. Und Knochen können wir jederzeit auch farmen. Ich muss nur einen Spawner anschließen.
Wir könnten eigentlich auch bald mal die Wizard-Skelett-Farm aufbauen. Ich bin momentan wieder was privat am Spielen. Ich habe jetzt meinen Geburtstag Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs bekommen. Ich habe es damals schon mal auf dem PC, auf der PS2 gespielt. Okay, so gesehen auf dem PC. Möchte ich jetzt nicht näher erläutern, warum auf dem PC, aber ich glaube, das muss ich auch nicht. So, Petal-Apotheke. Wir brauchen Cauldron. Iron Plates. 7 Stück. Craft. Ja, ich muss sagen, es hat sich zwar schon verändert, aber im positiven Sinne. Ich will mal währenddessen ganz kurz schauen. Alter, schon 41 Draconium. Vielleicht können wir auch unsere Werkzeug da nochmal was aufmotzen. So ein bisschen Menjolin und Kobalt und so weiter. Sollte kein Thema sein. So, jetzt Petal Apothecary. Haben wir. Haben wir noch ein Reservoir? Wieso habe ich 16? Nicht hinterfragen, durch einfach akzeptieren. So, das schließe ich dann jetzt mal hier an. Wobei, das ist Schwachsinn, wie ich das hier gerade gemacht habe. Könnte, wenn ich das hier jetzt wegmache. Okay. Wenn ich das jetzt so mache. Ja, okay, dann kann ich auch gleich einfach die Drum hier hinstellen. Reservoir tue ich dann jetzt mal hier rein. Jetzt brauche ich halt nur ein Bucket. Und halt Seeds. Ah, 5 Stück haben wir, aber wir haben ja noch Zugang zu Weed, also das sollte kein Thema sein. Den Bucket, genau. Und ich nehme dann auch schon Wood und Stone war das, genau. Clean Stone aber dann. Nehme jeweils ein Stack mit. Und dann meine Lumber Axt. So, das kann weg. Dann einmal Wasser hier rein. So, wir wollen eine Pure Daisy herstellen. Dafür brauchen wir 4 Mystical White Petals. Dazu gesehen ist einfach der Anfang von Botania haben wir. Und dadurch können wir dann jetzt Living Wood herstellen. Das könnten wir auch noch automatisieren. Fragt sich halt, in welchem Sinne das notwendig wird. Schauen wir mal. So, wir können dann jetzt hier nochmal Wasser rein. Das Ganze können wir dann doch zweimal machen. Right-click. Öffnen empty end und zack. Ich glaube, Living Rock brauchen wir was mehr. Bin mir gerade nicht genau sicher. So, wir haben hier noch den Guide, den Magic Tree. First Mana, das haben wir, das bekommen wir. Wir werden jetzt gleich den Diluted Mana Pool noch herstellen. Und ja, dann vielleicht schon mal noch die ersten Blumen. Ja gut, das ist gerade was doof. Das stellen wir hier rein, genau wie das. Eigentlich könnte ich mir auch mal hier so ein Wireless-Dinges machen. Okay, ich sehe gerade, die Folge ist doch schon rum. Mist.
Ja gut, dann beende ich jetzt doch schon hier die Folge. Überleg mir mal genau so einen Schlachtplan, wie ich jetzt hier anfange. Nehmen wir doch hier so einen Glowstone-Loop mit. Ja, dann würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Living Rock ist dann doch schon fertig. Ja, super. Pflanze mühsam mit Magie hergestellt, mit der Spitzhacke umgebracht. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich überlege mir dann, wie gesagt, einen Schlachtplan und dann wissen wir, wie wir jetzt mal vorankommen. Gut, bis dahin würde ich sagen, tschüss.